Ja, schönen guten Abend, meine lieben Freunde. Hier sind wir wieder. Freue mich für die Grüße aus Windischgarsten. Ja, war ich auch einmal. Eine schöne Gegend, wünsche euch einen schönen Urlaub dort. Ja, wir sind heute wieder live dabei. Freue mich, dass einige gleich von Anfang an dabei sind und hoffe, dass noch einige dazukommen und der Rest schaut sich das immer wieder nachher an, wie ich beobachte. Gut, wir haben heute wieder ein interessantes Thema in Fortsetzung, eine Serie, die wir einfach verfolgen. Und das Thema heute, ja, vielleicht wieder etwas eine ungewöhnliche Frage: Was war falsch an der Kreuzigung Jesu? Ganz bewusst eine Frage, die man wahrscheinlich so kaum stellen wird. Und diese Frage hat natürlich mit dem Thema zu tun, dass wir speziell auch das letzte Mal uns etwas angeschaut haben. Wir haben uns mit diesem Problem beschäftigt, auf das ich aufmerksam machen wollte und deshalb diese Thematik einmal von dieser Seite versuche darzustellen. Das Problem nämlich, dass in der christlichen Theologie grundsätzlich die Frage, ob das Kreuz überhaupt notwendig war und was gewesen wäre, wenn die Juden Jesus nicht gekreuzigt hätten, dass diese Frage in der christlichen Theologie durch die gesamte Kirchengeschichte eigentlich nicht wirklich gestellt wird. Und das ist ein Faktum, das mir eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig bewusst worden ist und in den letzten Wochen noch mehr bewusst worden ist, je mehr ich versucht habe, in der Kirchengeschichte nachzuschauen und irgendwie zu recherchieren, ob man überhaupt einmal diese Frage so richtig theologisch gestellt hat, was denn gewesen wäre, wenn die Juden tatsächlich Jesus nicht gekreuzigt hätten. Und ich bin einfach nur noch mehr bestätigt worden, dass diese Frage in der Kirchengeschichte nicht gestellt wird. Ich kenne kein Buch, habe das letzte Mal darauf aufmerksam gemacht und warte darauf, dass mich vielleicht doch jemand irgendwo mal darauf hinweist, dass sich da irgendjemand, ein Theologe in der Kirchengeschichte oder in der Reformationszeit, einer der Reformatoren, in seiner Erlösungslehre, in seinem Erlösungsverständnis, irgendwann mal diese Frage gestellt hätte, die Paulus eigentlich im 1. Korinther 2, Vers 8 uns eigentlich nahelegt, dass wir sie stellen. Wenn er dort in diesem Text, den wir immer wieder verwenden und auf den ich die letzten Jahre sehr intensiv darauf hingewiesen habe, wenn er dort sagt, wenn die Herrscher dieser Welt die Weisheit Gottes erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Dieser Text scheint für Theologen nicht zu existieren und ich habe auch gemerkt, dass ich mit diesem Thema angefangen habe, als ich dieses Plan A, Plan B Konzept angefangen habe, vor 4, 5 Jahren oder schon jetzt eigentlich schon mehr. Ich habe eigentlich 2002 damit begonnen, mit diesem Thema im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt zu stellen. Und ich habe gemerkt, wie von Anfang an eigentlich diese Fragestellung etwas völlig Ungewohntes war für Gläubige, für an sich sehr bibelgläubige Leute, dass man sie nicht gewohnt war zu stellen. Und ich habe das letzte Mal auch darauf aufmerksam gemacht, dass man diese Frage auch nicht in der Mission im Islam, in der Mission im Judentum oder Mission an den Juden, unter Hinduisten, Buddhisten oder selbst unter Atheisten wagen sich Christen über diese Frage offensichtlich nicht zu sprechen, auch mit solchen Gläubigen in anderen Religionen, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass ja die Bibel erlaubt, diese Frage zu stellen, dass die Juden ja die Freiheit hatten, damals Jesus anzunehmen oder eben zu verwerfen. Und dass niemand gezwungen war, damals Jesus zu kreuzigen. Dass Gott es zwar zugelassen hat, aber die Frage müsste sich stellen und müsste man eigentlich auch in der Mission an Moslem und besonders auch an Juden stellen,
Was wäre denn gewesen, wenn damals die jüdische Führung, die jüdische Geistlichkeit Jesus erkannt hätte und bereit gewesen wäre, ihn anzunehmen und ihn nicht gekreuzigt hätten? Und vielleicht auf das Ansinnen Pilatus vielleicht sogar eingegangen wären, der ja nicht wollte, dass Jesus gekreuzigt wird. Aber prinzipiell wird diese Frage unter Christen nicht gestellt, weil man ja davon ausgeht, dass es absolut Gottes Plan war und absolut Gottes Wille war, dass Jesus am Kreuz stirbt, mit dem Hinweis auf die Aussagen, die Jesus nach seiner Auferstehung selbst ausgesagt hat, den Emmaus-Jüngern gegenüber, musste nicht Christus leiden. Und von dieser Aussage lässt sich die gesamte christliche Theologie seit Jahrhunderten offensichtlich nicht mehr davon abbringen, dass das eben ein unausweichliches Geschehen war. Ja, unausweichlich im gewissen Sinne würde ich heute auch sagen, aber dass das, wenn man weitergeht und sagt, das war absolut der Plan Gottes und das war das Gebot Gottes, wie wir heute das letzte Mal auch in diesem Büchlein uns diese Geschichte angeschaut haben, da geht man ja so weit, dass man sagt, das war ein Gebot, dass Christus am Kreuz stirbt. Auf das werden wir heute noch zurückkommen und wir werden uns weiter Gedanken darüber machen, wohin ja, in der Theologie diese Idee geführt hat und wohin das geführt hat, dass man diese Frage grundsätzlich nicht zu einem theologischen Konzept gemacht hat. Und dass man letztendlich da so weit kommt, dass man sagt, es war ein Gebot Gottes, dass Jesus am Kreuze stirbt. Es ist ein Unterschied, ob es ein Gebot Gottes war oder ob es eine Zulassung Gottes war. Und darüber werden wir heute uns weiter Gedanken machen und ich möchte euch auf verschiedenste Informationen aufmerksam machen und ich habe auch in der letzten Zeit und gerade ja, die letzten Tage wieder einiges sehr Interessantes entdeckt diesbezüglich, woher diese Vorstellungen kommen. Ich darf euch einladen, dass wir noch mit einem Gebet beginnen, bevor wir in das Thema konkret einsteigen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank auch für diesen heutigen Abend, den du uns wieder schenkst. Danke für diese Möglichkeiten, uns Fragen zu stellen, die neu sind, die sich Menschen und die sich Christen, deine Nachfolger in den Jahrhunderten der Kirchengeschichte noch gar nicht so richtig gestellt haben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auch über diese Fragestellung zu Gedanken führst, die uns näher in dein Wort hineinführen, die uns näher mit dem Plan vertraut machen, den du für diese Welt gehabt hast und den du auch weiterhin verfolgst. Hilf uns, dass wir uns nicht mit dem begnügen, was wir schon wissen und gesagt haben und geglaubt haben bisher, sondern dass wir auch offen sind für neue Gedanken, für neue Fragen, die wir uns stellen wollen. Und dass wir hinter allem letztendlich deine Weisheit erkennen können, mit der du die Weltgeschichte trotz dieser Umstände, in denen wir leben und trotz der Umstände, dass sie deinen Sohn Jesus Christus damals verworfen haben, dass du dich trotzdem um diese Welt kümmerst. Lenke unsere Gedanken in unserem Studium heute Abend und sei mit all denen, die jetzt zuhören und die diese Sendungen dann auch weiterhin hören werden. Wir preisen und loben dich für diese Gnade und für die Möglichkeit, die wir heute noch haben dürfen, weiter über deinen Plan der Erlösung nachzudenken. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, also unsere Frage, was war falsch an der Kreuzigung Jesu? Ich erinnere euch, die meisten, die jetzt zuhören, wissen, dass mich dieses Thema um das Kreuz Jesu selbst in große Probleme gebracht hat. Und ich habe ja im Juli 2005 war das genau, als ich nach längeren Diskussionen in meiner eigenen Gemeinde letztendlich dazu aufgefordert worden bin, diese Fragen, diese neuen Fragen über den Tod Jesu, ob das so sein musste,
nicht mehr weiterzustellen, weil das einfach keine zielführenden Fragen sind, weil sie, so meinten viele, reine Spekulation sind. Denn letztendlich musste es so sein und es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Ich wurde dann in einem letzten Beschluss, der gefasst worden ist, in einem letzten Versuch, mich dann noch irgendwo von dieser Frage abzubringen, wurde ein Schreiben herausgegeben, das auch an die Gemeinden gegangen ist, an Prediger gegangen ist, wo man letztendlich die Gemeinden informierte, womit ich ein Problem habe im Zusammenhang mit dem Tod Jesu und damit auch mit der gesamten irgendwo Erlösungsgeschichte oder mit dem Erlösungsplan oder mit der Erlösungslehre. Und unter anderem wurde hier auch gesagt oder wurde mir vorgeworfen, wurde aufgezeigt, dass für mich der Tod Jesu, so wurde es wortwörtlich formuliert, dass der Tod Jesu uns am Kreuz für unsere Erlösung nicht zwingend notwendig gewesen sei. Das habe ich damals tatsächlich so formuliert, oder das ist dann auch von meiner Dienststelle so formuliert worden, dass ich eben diese Meinung vertrete, dass der Tod Jesu, und ich betone jetzt hier, der stand ausdrücklich dabei, am Kreuz für unsere Erlösung und für die Erlösung der Menschheit, in dem sie nicht zwingend notwendig war. Das wurde mir damals als eine falsche Aussage dargestellt und es wurde völlig als absurd dargestellt, ja, weil es letztendlich ja so gekommen ist und viele meinten, weil es auch so sein musste. Interessant war, dass im November 2007 ja, ein Treffen in der Gemeinde Knittelfeld stattgefunden hat, in einer Gemeinde, wo ich ja mal gedient habe auch. Und dort waren auch einige Leute verunsichert und so hat man sich vorgenommen, hat die Österreichische Union sich vorgenommen, dorthin zu fahren und die Geschwister dort eben aufzuklären, was hier an dieser Theologie, die ich da und an diesen Fragen, die ich da gestellt habe, so problematisch war. Und unter anderem hat dort auch Herr Scheidinger ein Thema gehabt über das Plan A und Plan B Konzept. Man hat mir diesbezüglich, also grundsätzlich natürlich zugestimmt, und darüber haben wir in den letzten Wochen gesprochen, dass man in der Adventgemeinde diesen Gedanken von einem Plan A und Plan B Konzept im Erlösungsgeschehen, dass das kein fremder Gedanke ist, dass das nicht ein Gedanke ist, den ich erst irgendwo aufgebracht habe, sondern dass das durchaus im adventistischen theologischen Verständnisbereich der Erlösungsgeschichte seinen Platz hat. Ja. Nur war man der Überzeugung, und das war auch das Anliegen von Herrn Scheidinger dann in dieser Präsentation in Knittelfeld, zu zeigen, dass es kein Problem ist, von einem Plan A in der Geschichte Israels zu sprechen, dass Gott einen ganz anderen Plan mit Israel hatte, aber dass der Tod Jesu natürlich letztendlich eine Notwendigkeit war und dass es keinen Plan, keinen Erlösungsplan gibt ohne den Tod Jesu. Wohl aber, und das war das Interessante, das war das Neue in dieser Predigt, die er da gehalten hat, in diesem Studium, dass es zwar nicht das Kreuz unbedingt sein musste. Und ich lese auch hier einen Text vor, den ich direkt aus seiner Predigt, aus seiner CD abgeschrieben habe, die er dort in dieser Gemeinde gehalten hat. Ich wurde ja nicht dazu eingeladen und so habe ich das auf CD mitgehört. Und da war unter anderem, hat Heinz Scheidinger in diesem Plan A, Plan B Konzept Folgendes gesagt. Dass die Juden Mörder waren, das ist ganz klar. Und dass sie sich mit der Ermordung Unrecht aufgeladen haben, ist auch klar. Es ist klar, dass das Kreuz juristisch und prophetisch und wie ihr wollt, die größte Ungerechtigkeit und der größte Skandal der Weltgeschichte ist.
Das heißt, das Kreuz ist in diesem Fall prophetisch und juristisch die größte Ungerechtigkeit. Und wenn es die größte Ungerechtigkeit war und der größte Skandal der Weltgeschichte, wie Heinz Scheidinger das hier formuliert hat, dann ist es klar, dann muss es eigentlich klar sein, dass dieses Kreuz für die Erlösung nicht zwingend notwendig war, dass es nicht der Plan Gottes gewesen sein konnte, dass der Tod über das Kreuz geht. Das muss hier klar sein in dieser Aussage. Weiters hat er dann eine Erklärung gehabt, wo er darüber gesprochen hat, was die Aufgabe der Juden gewesen wäre im Alten Testament in Vorbereitung auf den Messias. Das Volk der Juden war ja im Alten Testament dazu aufgerufen von Gott, die Welt auf das zweite Kommen, nicht auf das zweite, sondern auf das Kommen Jesu vorzubereiten, auf das Kommen des Messias. Da haben wir in unseren vergangenen Abenden vieles darüber gesprochen, wie da diese Aufgabe war. Heinz Scheidinger hat in dieser Predigt zum Beispiel, eben ein Theologe von Bonhoeffer, wer ihn nicht kennt, die Information dazu, ja, hat in seiner Predigt dann gesagt, anstatt die ganze Welt vorzubereiten, dass der Messias sein Opfer sei zur Versöhnung für die Sünde und zur Erlösung der Menschheit, haben sie ihn sogar selbst ermordet. Also haben ihn die Juden selber ermordet. Da sagt er hinzu, das ist falsch. Das heißt, die Ermordung Jesu, der Tod Jesu am Kreuz, sagt hier ein Theologe, der mit dabei war damals, als man mir den Vorwurf gemacht hat, ich würde das Kreuz nicht als eine zwingende Notwendigkeit für die Erlösung sehen, der das heute oder vor 2 Jahren oder jetzt ist ja schon vor 2,5 Jahren das jetzt so formuliert hat, dass das tatsächlich falsch war, dass man das gemacht hat und dass es nicht in dem Sinn von Gott geplant war. Am Kreuz, der Tod Jesu am Kreuz, da geht es nur darum. Ja? Und ich habe die Frage gestellt, was ist falsch am Kreuz Jesu? Das ist unser Thema. Das heißt, heute stimmen mir offensichtlich adventistische Theologen zu, obwohl ich gleich sagen muss, nicht alle. Es gibt immer noch auch adventistische Theologen, die absolute Überzeugung sind, dass Kreuz allein war es, das notwendig war. Aber hier offensichtlich ist adventistische Theologie ebenfalls schon inzwischen gespalten, dass die einen sagen, das war nicht notwendig und die anderen sagen, doch, es ist notwendig. Heinz Scheidinger sagt zum Beispiel ebenfalls in dieser Predigt, es hätte nicht unbedingt zu einer grausamen Kreuzigung kommen müssen. Ich meine, das sind ganz klare Aussagen, die ich möchte hier mal ganz dezidiert formulieren. Die sollten hier verankert sein, dass meine Aussage im Juli 2005, der Tod Jesu am Kreuz war für unsere Erlösung nicht zwingend notwendig, dass sie damit eigentlich jetzt bestätigt ist. Obwohl ich damals durch diesen Satz praktisch meinen Ausschluss aus der Gemeinde letztendlich aus dem Predigtamt erlitten habe. Es ist aber nun interessant, dass wir mit dieser Aussage und auch mit dieser Erklärung, wenn Heinz Scheidinger sagt, es hätte nicht unbedingt zu einer grausamen Kreuzigung kommen müssen, steht er mit mir in Übereinstimmung und ich mit ihm. Aber gleichzeitig stehen wir als adventistische Theologen, wer immer das dann so nachvollziehen könnte, und ich glaube, jeder, der sich ernsthaft mit dieser Thematik auseinandersetzen wird, muss zu denselben Schlussfolgerungen kommen. Dass zumindest einmal das Kreuz nicht der göttliche, ausdrückliche Plan war. Gott hat es zwar vorausgesehen, möchte es gleich am Anfang sagen, er war nicht überrascht davon, er wusste von Anfang an, dass das Kreuz das letzte Geschehen sein wird, wozu sich Menschen entscheiden werden. Satan wird die Menschen so weit führen, dass sie Jesus, wenn er hier auf diese Erde kommen wird, dass sie ihn kreuzigen werden. Das glaube ich nach wie vor, dass Gott das in seiner Vorhersehung genauso gewusst hat. Und da gibt es ja auch Erklärungen von Ellen White, wo sie das ganz deutlich beschreibt. Und diesbezüglich sehe ich auch diese Aussagen, die Ellen White in dem Buch Geschichte der Erlösung formuliert hat,
als eine Voraussehung Gottes. Und alle Aussagen, die in diesem Zusammenhang irgendwo gemacht werden, die so dargestellt werden, als wäre das die unbedingte Notwendigkeit, der unbedingte Plan Gottes, das würde ich jetzt in Frage stellen. Und in dem Fall stimmen mir auch inzwischen adventistische Theologen zu. Interessant ist aber jetzt, dass wir auch mit dieser Aussage, dass das Kreuz keine unbedingte Notwendigkeit sei, für die Erlösung gewesen sei und dass es nicht der Wille Gottes gewesen ist, dass wir damit zum Beispiel auch der katholischen Lehre, wie sie wahrscheinlich heute nicht nur, ja, wie sie damals zumindest von diesem Kapuzinerpater Laurentius von Brindisi beschrieben worden ist in diesem Konzept hier, und ich komme gleich darauf wieder zurück, dass wir diesem Konzept, das er hier formuliert hat, absolut widersprechen. Und ich bin auch überzeugt, weil eben die in katholischer und protestantischer und auch in evangelikaler Theologie die Frage, ob das Kreuz überhaupt notwendig war, gar nicht gestellt wird, weil man ja von vornherein davon ausgeht, dass es notwendig war, dass man hier eben in einen Zwiespalt kommt. Und dass es wert ist, sich die Gedanken tatsächlich zu machen. Und wir kommen damit gleichzeitig auch in eine Konfrontation mit dieser Theologie. Und wir werden dann im Laufe unseres Themas merken, wo wir da zu tieferen Problemen kommen und Auseinandersetzungen, wo sich letztendlich unsere adventistische Theologie, wenn man schon dieses Zugeständnis macht, das Kreuz sei nicht notwendig, dass wir trotzdem hier in eine Konfrontation mit anderschristlicher Lehre kommen. Ja. Der Kapuzinerpater Laurentius Brindisi, ich wiederhole, was wir das letzte Mal schon gelesen haben, er sagt, es war der Wille Gottes, also 1559 bis 1619, in dieser Zeit hat er gelebt, an einer Karfreitagpredigt, es war der Wille Gottes, es war das Gebot Gottes, so weit ist er gegangen, dass Christus für das Heil der Welt am Kreuz sterbe. Ja. Wie es Gottes Gebot war, dass an den Felsen geschlagen wird, dass die Schlange erhöht wird, dass das Osterlamm getötet, das Kalb zur Sühne geschlachtet und Isaak als Ganzopfer dargebracht wird. Ja? Das wird hier ganz deutlich dargestellt. Das heißt, Gott gab nach dieser Erklärung gemäß all dieser Beispiele, die wir jetzt hier in diesem Thema haben und hier in diesem Zitat haben, gab Gott den Auftrag, seinen Sohn zu schlagen und zu töten und buchstäblich in diesem Sinne am Kreuz zu opfern. Alles geschah auf Gottes Geheiß hin. Ja? Und wir wissen, dass hier natürlich typologische Bilder verwendet werden, auf die wir dann eingehen werden. Das Schlagen des Felsens durch Mose, die Schlange, die erhöht wird, das Osterlamm, das Kalb, also die Tiere, die zur Sühne geschlachtet wurden, und Isaak, der von Abraham geopfert wurde. Und als Christen und auch als Adventisten wissen wir, dass diese Beispiele ja auch in unserer eigenen adventistischen Theologie dazu dienen, dass man aus diesen Beispielen ja auch die unbedingte Notwendigkeit des Todes Jesu ableitet. Aber wie schon gesagt, inzwischen kommen Theologen oder sind Theologen durch meine Fragestellung auch zu dem Schluss gekommen, dass das Kreuz nicht unbedingt in diesem Konzept drinnen sein muss. Ja? Was aber hier bei diesem katholischen Kapuzinerpater noch drinnen ist, das war ein Gebot Gottes. Und das ist das Interessante. Trotzdem aber, und das hat mich hier in dieser Geschichte, in diesem Büchlein, ich hoffe, ihr habt das vielleicht schon irgendwo bekommen können, das wäre interessant. Trotzdem stellt er hier die Frage, wie also sündigten die Juden, die Christus kreuzigten, wenn es Gottes Wille und Gottes Gebot war? Das heißt, dieser Kapuzinerpater, der auf der einen Seite sah, es war Gottes Gebot, dass Christus am Kreuze stirbt, sagt trotzdem, dass es eine Sünde war. Ja, woher weiß er, dass es eine Sünde war? Wenn es ein Gebot Gottes ist, wieso kann es gleichzeitig Sünde sein? Der Mann hat die Bibel genauso gekannt, und wenn er die Rede eines Stephanus gekannt hat, dann muss er wissen, dass Stephanus in seiner Rede in Apostelgeschichte 7 den Juden damals vorgeworfen hat, die Mörder, Verräter und Mörder Jesu gewesen zu sein.
Ja? Schlagen wir vielleicht diesen Text nochmal auf, damit den jeder vor sich hat und diesen Begriff dort auch findet. In Apostelgeschichte Kapitel 7, eine der bedeutendsten Reden, die nach dem Tod Jesu, wo den Juden noch einmal eine letzte Chance gegeben worden ist, dieses Verbrechen, das an Jesus begangen wurde durch ihre Führer, durch eine gewisse Anzahl des Volkes, das verführt worden ist, ohne dass wir damit das gesamte Judentum verantwortlich machen. Das wollen wir wiederholen. Das sollte nicht dazu führen, nicht das ganze Judentum damals und nicht das ganze Judentum in der Geschichte oder heute ist schuld am Tod Jesu. Das wollen wir klar unterscheiden. Genauso wie wir auch, ich wehre mich auch dagegen, dass im Christentum gesagt wird, wir sind alle schuld am Tod Jesu. Ja? Wir alle Gläubigen, auf das werden wir noch kommen, denn sowas steht nirgends in der Bibel, obwohl das auch eine gängige christliche Formulierung ist, dass wir alle an dem Tod Jesu schuld sind und damit werden die wahren Schuldigen eigentlich wieder irgendwo entschuldigt. Und das kann auch nicht eine glaubwürdige Theologie sein, die wir von der Bibel ableiten. Kein Apostel hat eine solche Aussage gemacht, nicht, dass wir alle schuldig sind oder dass sie sich selbst auch schuldig des Todes Jesu für schuldig erklärt hätten. Sonst hätten sie zu Pfingsten nicht sagen können, ihr habt ihn getötet und ihr sollt Buße tun. Stephanus in Apostelgeschichte 7, ab Vers 51, da sagt er hier am Schluss seiner Rede, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die da zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Also eine klarere Aussage gibt es nicht. Das heißt, Stephanus bringt die Ermordung Jesu auf die gleiche Ebene wie die Ermordung der Propheten, die durch die Juden in vergangenen Zeiten vonstatten gegangen ist. Und er bringt den Tod Jesu auf dieselbe Ebene. Und das hat wohl auch Laurentius von Brindisi hier in diesem Büchlein und in seiner Karfreitagpredigt wohl sicherlich bedacht. Denn eine Karfreitagpredigt kann ja nicht ablaufen, ohne dass man diese Geschichte der Kreuzigung und dieses Verbrechens, das damals begangen wurde, dieser Verführung des Volkes und diesen Versuch des Pilatus, Jesus loszukommen, das kann man ja nicht ohne dem predigen. Da muss einem mir klar werden, dass dort etwas abgelaufen ist, was nichts mit dem Willen Gottes zu tun hatte, ja, sondern dass hier Satan die Menschen dazu geführt hat. Oder wenn Jesus gesagt hat zu den Juden, ihr habt den Teufel zum Vater in Johannes 8. Oder wenn er dann am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann hat Laurentius von Brindisi in seiner Geschichte, in seinen Überlegungen, logischerweise an diese Geschichten offensichtlich gedacht. Und musste sagen, es war Sünde, was hier geschehen ist. Das Volk der Juden hat hier und die Führer der Juden hier haben hier eindeutig gesündigt, indem sie Jesus kreuzigten. Und wenn das eine Sünde war, dann konnte es nicht gleichzeitig der göttliche Plan gewesen sein. Aber was war denn die Sünde? Und diese Frage stellt jetzt Laurentius in diesem Heftel. Er sagt, die Sünde war, weil sie das nicht nach dem Willen Gottes taten. Das heißt, die Kreuzigung geschah nicht nach dem Willen Gottes. Jetzt merkt ihr, wie er sich widerspricht. Er hat aber vorhin darin gesagt, es war das Gebot Gottes. Aber was meint er hier? Was war denn da nicht nach dem Willen Gottes, dass sie ihn gekreuzigt haben? Und jetzt kommt eigentlich das Erstaunliche, wenn er sagt, wenn sie mit der Frömmigkeit, in der die Priester im Tempel reine und heilige Tiere opferten, in der das ganze Volk das Osterlamm tötete, in der Frömmigkeit, in der die Seeleute den heiligen Jonas in das Meer warfen, in der Erkenntnis, dass dies der Wille Gottes sei, wenn also die Juden in solcher Frömmigkeit Christus getötet hätten, hätten sie gewiss eine Gott überaus willkommene Tat getan. Sie hätten nämlich Gott ein Opfer dargebracht, das den süßesten Duft verströmte. Und ich glaube, also als ich das lese, ist mir fast der Atem stecken geblieben. Dass da jemand in der Kirchengeschichte, ein katholischer Pater,
ein Kapuzinerpater auf die Idee gekommen ist, solche Gedanken sich zu formulieren und auf solche Gedanken zu kommen, dass es schon eine Sünde war, dass man Jesus gekreuzigt hat, aber die Sünde bestand nicht darin, dass er gekreuzigt wurde, sondern die Sünde bestand darin, dass er nicht im richtigen Geiste, in der richtigen Frömmigkeit, dass er nicht im Glaubensgehorsam, in der Liebe zu Jesus gekreuzigt wurde. Das ist letztendlich das, wenn er sagt, nicht in der rechten Frömmigkeit, wenn sie ihn in dieser Frömmigkeit, das heißt in Liebe zu ihm, wenn sie ihn erkannt hätten als Erlöser und ihn dann in Liebe und in Gehorsam, wie die Priester die reinen Tempel in den Tempel geopfert haben, wenn sie ihn dann in diesem Gehorsam, in dieser Gottergebenheit ans Kreuz geschlagen hätten, dann hätten sie damit den Willen Gottes getan. Die Sünde war eigentlich nur die verkehrte Einstellung. Aber ans Kreuz hätte er müssen. Ist das nicht unglaublich, dass man zu solchen Gedanken kommt? Und da stellt sich erst recht die Frage, musste denn Jesus tatsächlich durch eine fremde Hand getötet werden, damit er zum Erlöser der Menschen werden konnte? Können all die Beispiele, und wir kommen jetzt zurück auf diese Beispiele, die Laurentius von Brindisi hier verwendet, können diese Beispiele, die hier verwendet, wirklich als ideale Illustration dienen, die zeigen, dass es tatsächlich Gottes Gebot und Wille war, dass Jesus ans Kreuz geschlagen und so quasi ans Kreuz, am Kreuze geopfert wird von Menschenhand? Und hier noch einmal, wenn er in diesem Text hier sagt, Gott gab zwar den Befehl, ja, den Felsen zu schlagen, die Schlange zu erhöhen, das Oster bzw. das Passahlamm zu töten, die unschuldigen Tiere zur Sühne zu schlachten und Isaak als Brandopfer zu opfern, jeder, der diese Geschichten kennt, wird wissen, das sind tatsächlich Geschichten und Dinge, zu denen Gott den Befehl gegeben hat. Und wenn Gott zu diesen Geschehnissen den Befehl gegeben hat, die Schlange zu erhöhen, das Passahlamm zu schlachten, die Opfer zu bringen, Isaak auf den Brandopferaltar zu opfern, dann kann das aber nicht gleichzeitig bedeuten, so hat er auch geboten, seinen Sohn zu opfern. Oder Laurentius von Brindisi hat hier auch die Geschichte vom Jonas drinnen. Unter diesen Geschichten kommt auch diese Geschichte von Jonas. Und er sagt ja auch hier, dass die Seeleute den Jonas auf Gottes Gebot, nach Gottes Willen ins Meer geworfen haben. Und jeder, der diese Geschichte genau liest, der wird wissen, das war nicht der Wille Gottes, dass der Jonas von den Leuten ins Meer geworfen wird. Das war ausdrücklich der Wille des Jonas. Jonas selbst hatte die Idee, weil er auf der Flucht war nach Gott und weil er sich schuldig fühlte und meinte, Gott straft jetzt ihn und er straft jetzt die Seeleute, Gott ist jetzt zornig und wenn jetzt dieses Opfer gebracht wird, wenn da jetzt ein Mann, der jetzt ungehorsam war, seine gerechte Strafe verdient und in das Meer geworfen wird zum Ziel und die Seeleute mussten ja damit rechnen, wenn der da ins Meer geworfen wird, dass er umkommt. Ja? Und da war eigentlich ein Gedanke dahinter, hinter diesen Heiden war ein Gedanke da, denn es ist möglich, wenn wir diesen Mann ins Meer werfen, wenn wir diesen Mann opfern, den Meeresgöttern opfern vielleicht hier, ja, und dass dann diese Götter sich beruhigen werden und dass dann letztendlich der Sturm gestillt wird. Merkt ihr, im Grunde genommen haben wir in diesen Heiden, bei dieser Geschichte des Jona, haben wir genau den gleichen Gedanken drinnen, als dieses übliche heidnische Denken, dass Gott besänftigt werden können, wenn die Götter zornig sind, dann brauchen sie ein Opfer. Und wenn nicht ein Menschenopfer, wenn nicht ein Tieropfer, dann sogar ein Menschenopfer.
Und in letzter Konsequenz, ja, hat hier Jona, obwohl er Prophet in Israel war, möglicherweise eine ähnliche Vorstellung gehabt. Das war eine Vorstellung, die er von Gott hatte. Er wusste zwar, dass er schuldig ist und dass jetzt Gott zornig ist auf ihn, aber jetzt meinte er zumindest, wenn er sein Leben opfert und sich da ins Meer werfen lässt, wird Gott zumindest den anderen gnädig sein und sie überleben lassen. Im Grunde genommen haben wir hier das Prinzip, dass jemand, dass da diese Idee vorhanden war, sowohl bei Jona als auch bei den heidnischen Seeleuten, dass Gott durch Opfer besänftigt werden könne und dass er durch Opfer letztendlich dazu geführt wird, dass er den Menschen wieder gnädig wird. Und wir merken, Gott handelt hier völlig anders. Er lässt zwar den Jona in das Meer werfen, lässt ihn aber nicht sterben, denn dadurch, wenn Gott den Jona sterben hätte lassen, dort im Bauch des Fisches, wenn er ihn nicht mehr herausgebracht hätte, dann könnte man sagen, tatsächlich, dieser Gott, den Jona verkündigt hat, ist tatsächlich ein Gott, der Menschenopfer braucht, der den Tod eines Menschen braucht, jetzt gar nicht eines unbedingt Unschuldigen, der war ja schuldig, aber dann, wenn er diesen Schuldigen richtig bestrafen kann, dann kann er andere Menschen retten. Also auch diese Geschichte, müsste man sich fragen, ob da nicht aus dieser Jona-Geschichte auch diese verkehrte Opfertheologie, diese Opfervorstellung hervorkommt, gegen die sich dann Gott durch die Entscheidung, dass er Jonas jetzt rettet aus diesem Bauch des Fisches, völlig entgegengestellt hat. Das heißt, indem Gott den Jona rettet, zeigt er, ich will keinen Tod, ich will nicht Blut, ich will nicht, dass den Tod eines Sünders, sondern ich will, dass dieser Sünder sich bekehrt, dass dieser Sünder letztendlich mit Gott Frieden macht und dass dieser Sünder letztendlich den Auftrag erfüllt, den Gott ihm auferlegt hat. Und ich meine, dass diese Geschichte von Jona einmal von der Seite her gesehen werden könnte, dass wir auch diese Geschichte hier einbauen können. Wie anders, also wenn hier gesagt wird von Laurentius von Brindisi in dieser Geschichte, dass die Seeleute nach dem Willen Gottes gehandelt haben. Wenn die den Willen Gottes getan hätten, dann hätten sie gebetet und dann hätten sie Gott angefleht, Herr, errette uns hier von diesem Sturm, bring uns durch diesen Sturm hindurch oder besänftige diesen Sturm, lass uns nicht verderben. Ein Gebet, das auch die Jünger am Meer gesprochen haben, als Jesus da auf dem Meer wandelte. Ja? Das heißt, der Gott des Himmels, der braucht keinen Menschen, der ins Meer geworfen würde, der geopfert wird, damit er Gebete erhört. All das sind Geschichten, die zeigen, welches heidnisches Denken dahinter steht. Ja? Und wenn Laurentius von Brindisi dann sagt, das war der Wille Gottes, dass Jonas in das Meer geworfen wird und dadurch gleichzeitig eine Argumentation ableitet, warum dann auch Jesus sterben musste, dass auch der Gott den Befehl gegeben hat, dass Jesus gekreuzigt wird, da merkt ihr, in welche falsche Richtung das Ganze theologisch geht. Und dass es sich auszahlt, dass wir diese Geschichten einmal richtig hinterfragen. Was ist denn da für ein Konzept dahinter? Es gibt ja eine andere Geschichte, die man gerne verwendet, um zu zeigen, warum Jesus sterben musste und dass eben der Tod Jesu eine Notwendigkeit war und dass er schon typologisch, wir haben es hier mit einer gewissen Typologie oder vielmehr mit Allegorien zu tun, auf das werden wir dann kommen, wo wir hier ein Problem haben in der Theologie, ob wir typologische Beispiele im Alten Testament haben, die auf den Tod Jesu hinweisen, oder ob wir Geschichten verwenden, die wir allegorisch deuten und sie dann auf Jesus übertragen und daraus wieder ableiten, weil diese Geschichte im Alten Testament so steht, ist das ein Hinweis, dass Jesus sterben musste. Und eine dieser Geschichten zum Beispiel ist ja auch diese Geschichte vom Kain und Abel. Dass man sagt, so wie der Kain den Abel erschlagen hat, war damals zwar ungerecht, aber so ist Jesus gestorben, durch ungerechte Leute wurde er umgebracht, nicht? Wie der Kain den Abel erschlagen hat, so haben die Juden Jesus erschlagen, in letzter Konsequenz. Aber wenn Theologen dann sagen, ja, aber das musste so sein,
dann machen wir genau das Umgekehrte mit der Geschichte Jesu, was wir mit der Geschichte von Kain und Abel machen. Bei Kain und Abel wird jeder sagen, das war eine Ungerechtigkeit, hier ist ein Ungerechter, hat sich über einen Gerechten hergemacht und hat ihn getötet, das war ein Verbrechen, das war eine Sünde. Und bei Jesus versucht man das darzustellen, als wäre das in seinem Fall, weil er für die Sünden der Welt sterben musste, weil er, weil das, so bringt man diese Geschichte, diesen Tod Jesu auf eine ganz andere Ebene und macht aus dieser Geschichte, die ja so typologisch den Gedanken beinhaltete, das ist etwas Ungerechtes, bei Jesus wird es zu einer Gerechtigkeit Gottes, weil Gottes Plan es so war, weil Gottes Gerechtigkeit es so verlangte. Oder es gibt eine andere Geschichte, die den Verkauf Josef durch seine Brüder, auf das werde ich das nächste Mal noch etwas näher eingehen, wo man dann auch fragen muss, nicht, gab Gott den Brüdern Josef den Auftrag, Josef in die Grube zu werfen oder ihn nach Ägypten zu führen, um damit er dann für sie dort in Ägypten ein Segen wird und vielleicht sogar für sie zu einem Erlöser wird. Und ich werde das nächste Mal darauf aufmerksam machen, dass auch diese Geschichte als eine typologische Geschichte verwendet wird, um damit wieder die Notwendigkeit des Todes Jesu darzustellen. Ja? Also in keinem Fall hat Gott irgendwo den Auftrag gegeben, wirklich einen unschuldigen Menschen oder einen zu töten. Gott hat sehr wohl Auftrag gegeben, schuldige Menschen zu töten, aber niemals Unschuldige. Aber er hat den Auftrag gegeben, tatsächlich die Schlange zu erhöhen. Den Abraham den Auftrag gegeben, den Isaak zu opfern. Ja? Und diese Beispiele werden hier genommen, um sie typologisch auf Jesus zu übertragen und daraus diese Gedanken abzuleiten, dass es Gottes Wille war, dass er geschlagen wird. Ja, man geht ja weiter. Letztes Mal haben wir schon solche Texte gelesen. Bei Spurgeon zum Beispiel schon, nicht? Und bei den Kirchenvätern in alter Zeit, dass Gott ihn geschlagen hat, buchstäblich. Und in diesem Konzept möchte ich heute weitergehen. Ich möchte euch hier einen Text vorlesen. Vielleicht lege ich ihn da wieder ins Chat. Ja? Für die, die im Chat sind, können das vielleicht jetzt mitlesen. Und zwar habe ich hier einen Text gefunden von einem evangelikalen Theologen, Benedikt Peters. Wenn ihr im Internet nachschaut, ein ganz bekannter Theologe, hat viele Bücher geschrieben und unter anderem natürlich auch viele theologische Bücher über die Erlösung durch Jesus Christus und so weiter. Ja. Und hier habe ich einen Text gefunden als Kommentar zum dritten Buch Mose, von dieser im Internet eine Studie zum dritten Buch Mose von Benedikt Peters. Und das dritte Buch Mose ist ja das Thema von den Opferdiensten und so weiter, ja, diese Sühnopfer, die da gebracht worden sind und all die Opferdienste. Und unter anderem hat er da mitten in diesem Text über diese Opfer, hat er dann hier eine Erklärung gegeben. Ich lese es euch vor. Er sagt, der Sohn Gottes litt unter Gottes Augen und durch Gottes Hand. Er litt unter Gottes Augen und durch Gottes Hand. Ich würde jetzt sagen, unter Gottes Augen hat er gelitten, aber nicht durch Gottes Hand. Gott hat doch nicht Hand angelegt. Ja? Da merkt er, etwas ist richtig, aber etwas ist falsch. Und dann geht er weiter und sagt, es war der Herr selbst, der verordnet hatte, dass sein Sohn getötet werden sollte. Achtet, das ist jetzt kein Theologe, kein katholischer Theologe im 15. Jahrhundert wie Laurentius von Brindisi, sondern das ist ein zeitgemäßer Theologe, ein evangelikaler Theologe, der im Grunde genommen genau den gleichen Gedanken drinnen hat, dass Gott es verordnet hat, dass sein Sohn getötet werden sollte. Er befahl das Schwert des Gerichtes auf ihn, dass das Schwert des Gerichtes auf ihn niedergehen sollte. Und da heißt es, und da wird ein Text zitiert, Sacharja 13,7. Ja, schlagen wir diesen Text auf. Sacharja 13,7. Damit ihr seht, mit welchen Texten hier Theologen arbeiten, um letztendlich zu diesem Schluss zu kommen, dass es tatsächlich der Befehl Gottes war. Ja, und es gibt ja so Texte, die scheinbar das aussagen, aber hier ist Vorsicht geboten, wie wir mit biblischen Texten umgehen. In Sacharja Kapitel 13,
Da gibt es eine Prophezeiung, ja, die wir in diesem ganzen Kapitel haben. Und dann reißt man einfach da irgendwo einen Text heraus, und das wird hier in diesem Zitat ja gemacht, ja. Ein Text, 13,12, ohne dass man den gesamten Zusammenhang zieht, ja, steht dann hier im Vers 7, Schwert mache dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Schlage den Hirten, dass ich die Herde zerstreue, und ich will meine Hand wenden gegen die Kleinen. Der Text, wenn man jetzt einfach unüberlegt liest, dann hat man den Eindruck, ja, da ergeht ein Befehl, Schwert mache dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist. Wer ist hier der Hirte und wer ist der, der sagt, mein Hirte? Offensichtlich ist hier Gott, der spricht und der sagt, Schwert mache dich auf über meinen Hirten. Und das wäre jetzt, und diese Prophezeiung, ja, steht ja auch in Matthäus 26, 31, wird diese Prophezeiung auch tatsächlich in Verbindung gebracht mit der Kreuzigung Jesu, wo dieser Soldat dann letztendlich das Schwert genommen hat und um zu sehen, ob Jesus schon gestorben ist. Und nachdem er schon gestorben war, sicherheitshalber hat dieser Soldat dann noch in diese Seite gestochen. Und damit, so hat auch der Matthäus formuliert, hat sich erfüllt, was beim Sacharja geschrieben stand. Ja? Und jetzt merkt ihr, wer hat dort wirklich das Schwert in die Seite Jesu gestochen? Wenn wir diesen Text lesen, dann müssen wir sagen, und das ist genau das, was Benedikt Peters macht und was Laurentius von Brindisi macht und alle Theologen, die an die Stellvertretungstheologie glauben, ja, und die meinen, dass der Tod Jesu der Wille Gottes war, die kommen hier zu dem Schluss, dass letztendlich das, was der Soldat dort mit seinem Schwert getan hat, ein Auftrag Gottes war. Er hat nach dem Befehl Gottes gehandelt. Und so wird diese Prophezeiung hier, Sacharja 13, Vers 7, verwendet, denn hier steht es, Schwert mache dich auf. Also hat der Soldat dort nach dem Befehl Gottes gehandelt. So kann man die Bibel verdrehen. Ja? Der Paulus sagt ganz deutlich im Neuen Testament, diese Stelle kennt ihr inzwischen im Kapitel 13, ihr habt ihn getötet, ihr seid seine Mörder geworden. Und letztendlich waren ja auch die dann den als Römer dort mitgewirkt haben, ja genauso an diesem Mord Jesu schuldig. Das heißt, wenn hier stehen wir vor einem Text, vor einer biblischen Aussage, deren es sehr viele in der Bibel gibt, wo immer wieder Gott als der beschrieben wird, der aktiv Handelnde ist. Aber aus neutestamentlicher Sicht wissen wir, dass nicht Gott wirklich der aktiv Handelnde ist, sondern dass er das zulässt. Aber im alttestamentlicher Zeit ist das eben so geschrieben worden, wie wenn Gott der das macht, weil er es verhindern hätte können und er es nicht verhindert hat, sieht es manchmal so aus, als wäre das unbedingt Gott, der das so will. Ja? Aber weil Gott dahinter einen Plan hat und es so zugelassen hat, kann man nicht automatisch sagen, es war ein Befehl Gottes, den hier der Soldat bekommen hat und dass dieser Soldat nach dem Befehl Gottes gehandelt hat. Oder alle, die Jesus irgendwie dann geschlagen haben. Ein zweiter Text wird hier von Benedikt Peters verwendet, der noch das unterstützen sollte, dass Jesus von Gott geschlagen wurde. Es gefiel dem Herrn, seinen Sohn zu schlagen. Jesaja 53, Vers 11. Schlagt auf, Jesaja 53, hier bezieht man sich auf diesen Text, der ja ebenfalls auch in adventistischer Theologie immer wieder so verwendet wird, dass dieser Text in Jesaja 53, ich glaube, das ist nicht der Vers 10, sondern der Vers 11 ist das eigentlich, ja, nicht der Vers 11, sondern der Vers 10, schlagt auf, Jesaja 53, Vers 10, und da heißt es hier tatsächlich, und das ist wieder so eine verfängliche Aussage, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Das heißt, diese Aussage wird ebenfalls so verwendet, als wäre es der absolute Wille Gottes gewesen, dass Jesus so geschlagen wird. Und dass man hier sogar so weitergeht, dass man sagt, er hat ihn selber geschlagen, durch Menschenhand. Ja? Also dieses Wollen hier kann nur so interpretiert werden, dass Gott es zugelassen hat
Und dass es in dem Sinne zu verstehen ist, wie Jesus in Gethsemane gebetet hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ja, und in dem Fall, aufgrund von gewissen Überlegungen, die Gott hatte und die auch Jesus hatte und die wir auch machen können, ja, und die wir machen müssen, war es letztendlich Gottes Wille in dem Sinn, dass es zugelassen hat, dass sein Sohn getötet wird und dass der Kelch nicht an ihm vorübergeht. Aber gleichzeitig steht er da oben, dass es nicht Gott war, der ihn schlug. Also die beiden Texte schließen sich ja gegenseitig aus. Denn in Jesaja 53, Vers 4 steht er ganz deutlich, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Also der Text relativierte schon den Vers 10 da unten, wenn ihr das richtig lest. Wir dürften den Vers 10 nicht abgekoppelt von dem Schluss, von dieser Schlussaussage im Vers 4 in Jesaja 53 lesen. Dort wird schon gesagt, dass die Menschen es so sehen werden, wie wenn er von Gott geschlagen wird. Ja? Dann, aber das war ja nicht wirklich der Wille Gottes, nicht? Aber die Leute haben gesagt, na schau her, wenn er Gottes Sohn wäre, dann soll er runtersteigen von Kreuz. Und das, weil er nicht heruntergestiegen ist, haben sie das als Beweis genommen, dass Gott der ist, der ihn jetzt schlägt, der möchte, dass er so geschlagen wird. Also wir merken schon, damals schon, zur Zeit der Juden, zur Zeit der Kreuzigung, war dieses verkehrte Denken schon da. Da waren bereits die Masse der Menschen, die da vor dem Kreuz standen, waren überzeugt, das, was da jetzt geschieht, ist der absolute Wille Gottes. Ja? Und da waren nur einige unter dem Kreuz, die es wagten zu glauben, dass es absolut nicht der Wille Gottes war. Die aber selber noch nicht verstanden haben, warum Gott das so zulässt, dass das so geschieht. Ja? Und ihr merkt, diese Fragen, die dort am Kreuz gestellt worden sind, vor dem Kreuz, bei der Kreuzigung und auch nach der Kreuzigung, das sind die Fragen, mit denen wir uns jetzt gerade in dieser Diskussion über den Tod Jesus eigentlich auseinandersetzen. Und so wie es damals schwierig war, diese Fragen zu lösen und richtig zu beantworten, so ist es offensichtlich auch heute noch schwierig. Und wohl dem oder wehe denen, die meinen, diese Fragen müssten wir nicht stellen. Ja? Und ich denke, es hilft uns weiter, wenn wir diese Gedanken durchdenken und schauen, wohin diese Nicht-Fragestellung, ob das jetzt wirklich der Wille Gottes war und dass man da zu diesem Schluss gekommen ist, das musste so sein, wohin diese Gedanken in der Theologiegeschichte geführt haben. Benedikt Peters geht weiter, ich lese den Text hier weiter. Der Herr war nicht das unglückliche Opfer einer Verschwörung. Na, überlegt einmal, da wird jetzt von einem christlichen Theologen 2010 wird hier behauptet, dass es nicht ein, dass Jesus nicht ein Opfer einer Verschwörung war. Ich meine, wenn das keine Verschwörung war, was Jesus da geschehen ist und was damals passiert ist, dann weiß ich nicht was. Es waren nicht widerliche Umstände, die zu seinem Tod führten. Na, überlegt. Ich meine, wahrscheinlich würden heute manche über solche Texte hinweglesen, wenn das in einem Buch steht, wo man über den Erlösungsplan spricht, über die Kreuzigung Jesu, den Tod Jesu, dann liest man über solche Texte hinweg und sagt, ja, das war so, nicht? Und man stimmt dem völlig zu. Aber wenn da Menschen behaupten, der Herr war nicht, also Jesus war nicht das unglückliche Opfer einer Verschwörung, es waren nicht widerliche Umstände, die zu seinem Tod führten. Nein, als die Juden Jesus den Heiden übergaben und diese ihn ans Kreuz schlugen, erfüllten sie Gottes ewigen Ratschluss. Also auch so kann man das darstellen und da wird ja ein Text zitiert, Apostelgeschichte 2, 23 und 24. Tatsächlich steht dort wirklich so ein Text, den man so deuten könnte, wenn man nicht alle anderen Texte, die es in der Apostelgeschichte auch gibt, unbeachtet lässt. Ja? Achtet, in Apostelgeschichte 3, da kommt dieser Text vor, wenn wir den Vers 18 einfach da herauslesen, da steht, Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Und genau diesen Text
2,23, also, Entschuldige, 2,23 und 24, also Benedikt Peter sehe ich gerade, er hat gar nicht diesen Text angegeben, er hat hier Apostelgeschichte 2,23, 24 angegeben, der von diesem ewigen Ratschluss spricht, ja, vielleicht lesen wir den. Da steht, fangen wir vielleicht ab Vers 22 an zu lesen. Er sagt, ihr Männer von Israel, höret diese Worte. Jesus von Nazareth, den Mann von Gott, der unter euch erwiesen mit Taten und Wundern Zeichen und Zeichen, welche Gott durch ihn tat unter euch, wie ihr selbst wisset, ihn, der durch Ratschluss und Vorsehung Gottes dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und getötet. Also, Petrus macht hier ganz deutlich den Vorwurf, ihr habt ihn gekreuzigt und getötet, aber das Ganze ist innerhalb des Ratschlusses Gottes abgelaufen. Und jetzt zu sagen, die Juden haben damit den Ratschluss Gottes erfüllt, ja, da ist etwas dran, denn auch mit dem Text, den ich da vorhin gelesen habe, in Apostelgeschichte 3, Vers 18, wo der Petrus in einer anderen, oder ja, Petrus war das auch hier in einer anderen Predigt, hier, nachdem er den Kranken in der am Tempelplatz geheilt hat, ja, hat er hier auch gesagt, nun liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es in Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Gott aber hat so erfüllt, was durch den Mund der Propheten geredet wurde. Das heißt, da sieht es tatsächlich so aus, als hätte hier, als wäre hier der Plan Gottes in Erfüllung gegangen. Ja, aber das war nicht der ursprüngliche Plan, das war nicht das, was Jesus unbedingt wollte, denn wenn das jetzt hier der wirkliche Plan Gottes gewesen wäre, dann wären ja die Juden in dem Fall keine Mörder gewesen, sondern sie hätten tatsächlich den Willen Gottes getan, wie Laurentius von Brindisi das eben sagt. Ihr merkt, wir müssen ja schon unterscheiden, was gemeint ist und was nicht. Ja. Okay, ja, das ist von dem Schwert und von dem Speer, der Hinweis in diesem Text, ja, das ist zu beachten, wo wir sagen können, das muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Aber von der Idee her ist natürlich, ob das jetzt ein Schwert ist oder ein Speer, darüber würde ich jetzt nicht unbedingt eine Diskussion daraus machen, sondern es wird hier im Neuen Testament dieser Bezug auch hergestellt von Matthäus, ja. Gute Frage, Jürgen, ja, können wir den Willen Gottes tun, indem wir sündigen? Ja? Das sind einfache Fragen, die man dann wirklich überlegen soll. Gut, lesen wir den obigen Text noch weiter bei Benedikt Peters. In Matthäus 26, 2 bis 3 lesen wir, dass die hohen Priester und die Ältesten des Volkes sich versammelten und sich ihren Plan zurechtlegen. Merkt ihr, da sagt er dann trotzdem, das ist ihr Plan. Wie sie Jesus mit List greifen und möglichst unauffällig umbringen können. Sie planen nach ihrem bösen Herzen und sie wissen nicht, dass sie dabei Gottes Rat ausführen. Gott hatte zuvor verordnet, in welchem Jahr der Messias getötet werden sollte. Und er hatte den Tag im Jahr bestimmt, an dem Christus als Passahlamm geschlachtet werden sollte. Merkt ihr, das sind jetzt die Erklärungen, die man da in Verbindung bringt und sagt, naja, wenn Gott vorausgesagt hat, in welchem Jahr und sogar an welchem Tag aus dieser Passa-Geschichte kann man ja errechnen, im Zusammenhang mit Daniel 9 kann man ja errechnen, in welchem Jahr, in welchem Monat und an welchem Tag der Messias sterben würde. Das ist tatsächlich so genau vorausgesagt. Aber wenn dort im Daniel steht ja nicht drinnen, dass dort der Messias geopfert werden würde als Sündopfer für das Volk, als Sündopfer, als Gott wohlgefälliges Opfer geopfert wird. Daniel sagte dort in Daniel 9, Vers 27 oder 26, der Messias wird dort ausgerottet werden. Und ausgerottet ist nicht ein Wort, das mit der Opfersprache etwas zu tun hat oder mit etwas, was dem Willen Gottes entspricht, wenn es um einen unschuldigen Menschen geht. Ausgerottet wurde im Alten Testament und Gott hat immer angekündigt, wer ausgerottet wird, der Gottes Gebote missachtet, der gegen Gott sündigt. Jesus hat nicht gegen Gott gesündigt und er ist ausgerottet worden. Ja. Dann wird gesagt, ja, aber er musste an der Stelle von Menschen ausgerottet werden. Weil ihr merkt schon, wohin wir da kommen. Ja? Gott hat hier keinen Messias
nach seinem Willen, nach seinem Plan ausrotten müssen, dass seine Hand ihn schlägt, dass er sein Schwert gegen ihn erhebt, damit Gottes Rat der Erlösung ausgeführt wird. Ja? Man kann nur sagen, Gott hat seinen Ratschlag, seinen Plan der Erlösung ausgeführt, trotz der Kreuzigung. Ja? Sein Plan wird trotzdem gelingen. Wenn wir Jesaja 53 lesen und dieser der Vers 10, den wir da gesehen haben, dort stand er ganz deutlich drinnen, und sein Plan wird gelingen. Trotzdem, dass dort steht in Jesaja 53, dass sie ihn verachten und schlagen und spotten und kreuzigen martern werden, das ist eine Beschreibung, die eine Ungeheuerlichkeit beschreibt, die dem Messias gegenüber getan wird. Aber Gottes Plan, er lässt es zu, und das war sein Ratschluss. Er wusste, dass trotzdem letztendlich sein Plan gelingen wird und viele Menschen erst gerade, indem sich Jesus so schlagen lässt und dieses Leid über sich ergehen lässt, ohne sich zu wehren und ohne zu fluchen, sondern für seine Feinde zu beten, dass das letztendlich Früchte bringen wird. Und so hat das Kreuz letztendlich Früchte gebracht und bringt heute noch immer Früchte bei denen, die das richtige Verständnis von diesem Kreuz bekommen. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir den Leuten das richtige Verständnis bringen und das Kreuz nicht hinstellen als etwas, das absolut dem Willen Gottes entsprach. Und ich bin froh, dass letztendlich auch heute schon adventistische Theologen dazu kommen, dass sie zumindest sagen, das grausame Kreuz hätte nicht unbedingt sein müssen. Und bleiben wir mal bei dem, was diese Theologen dann weiter sagen, das werden wir das nächste Mal sehen, wo man dann trotzdem wieder auf einer Hintertür vielleicht doch wieder solchen der altkirchlichen theologischen Konzepten das Wort spricht. Weil man eben glaubt, dass ohne ein qualvolles Sterben des Messias nicht genügend Sühne für die Sünden der Menschheit geleistet worden wären. Ich habe das letzte Mal angekündigt oder habe ein Zitat aus dem Kopf zitiert, nur mal erwähnt, und zwar was Calvin, der Reformator, welche Vorstellung er hatte, warum Jesus qualvolle Schmerzen erleiden musste und warum die Schmerzen, die ihm am Kreuz zugefügt worden sind, das Mindeste war, was er zu erleiden hatte, wenn er die Menschheit retten wollte. Also alte Kirchenväter, die schon solche Gedanken hatten, wir haben das letzte Mal ein Zitat von Augustinus gelesen, und das, was hier Calvin schreibt, ich lese euch ein Zitat vor, das ich in dem Buch von Stefan Schede gefunden habe, über die Stellvertretung, und er sagt hier, einfach mit dem Tode wäre es nicht getan gewesen. Das heißt, wenn Jesus einen normalen Tod gestorben wäre, wäre es damit nicht getan gewesen. Damit hätte er keinen Menschen erlösen können. Das war die Vorstellung von Calvin. Es geht um die Qualität der Schmerzen. Höllenschmerzen mussten es sein, die er an unserer Stelle erleiden musste. Also Jesus musste quasi an unserer Stelle, an der Stelle von allen ungläubigen Menschen durch die Hölle gehen. Wenn er nicht diese Schmerzen erlebt hätte am Kreuz, dann hätte er nicht die Menschen von diesen Höllenqualen oder von der Hölle erlösen können oder vor der Hölle bewahren können. Solche Vorstellungen gab es hier. Merkt ihr, ein Calvin hat sich die Frage natürlich, ob Jesus wirklich sterben musste, ob er von den Juden unbedingt gekreuzigt werden musste, was geschehen wäre, wenn die Juden ihn nicht gekreuzigt hätten, auf diesen Gedanken ist er nicht einmal gekommen. Diese Idee ist ihm nicht einmal gekommen. Das findet sich auch in seiner ganzen Theologie nirgends. Er verurteilt zwar trotzdem Juden, die das gemacht haben, das macht auch Luther, aber trotzdem spricht er dann von einer glücklichen Schuld. Ja? Er sagt dann weiter, Calvin, die Gerechtigkeit Gottes erforderte die Höllenstrafe der Seele. Die Höllenstrafe für ungläubige Seelen, für unbußfertige Seelen fordert die Gerechtigkeit Gottes den ewigen Tod. Aber doch nicht einen stellvertretenden Tod eines Unschuldigen an der Stelle von Schuldigen. Ja? Das ist nicht biblisch. Und er geht aber hier weiter, Calvin geht hier weiter in seiner Definition,
Dazu ist Christus laut 1. Petrus 3,19 ins Reich des Todes hinabgestiegen. Ja, da merkt ihr, da ist wieder seine Vorstellung, die von der Unsterblichkeitsidee herkommt, wo man dann sagt, dass Jesus, also währenddem er am Kreuz war, war ja nur der Körper am Kreuz. Aber in seiner Seele ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes und hat dort quasi schon Höllenqualen erlebt, als er in dieser Zwischenzeit schon dort war. Das Kreuz konnte noch nicht der Höhepunkt sein, weil dort nur der Leib, aber noch nicht die Seele gemartert wurde und so die Strafe erlitten hat. Christus musste die ganze Härte des Gottesgerichtes an Leib und Seele spüren, um dem gerechten Urteil überhaupt genug zu tun. Und merkt ihr, Calvin sagt jetzt hier mit dieser Aussage, dass Jesus am Kreuz nur mit seinem Körper gelitten hat. Da hat er nur körperliche Qualen erlitten. Aber während sein Körper am Kreuz war, ging seine Seele hinab in das Totenreich. Und dort in diesem Totenreich wurde seine Seele gequält, wie auch die Seelen der Menschen gequält werden, die dann in Ewigkeit in der Verdammnis in der Hölle sein werden, an die ja Calvin und auch die ganze katholische Kirche bis heute noch, also damals geglaubt hat, ja, Calvin und die katholische Kirche, da waren sie sich einig, die Höllenqualen werden ewig sein. Und heute noch glaubt der ganze Protestantismus mit der katholischen Kirche, dass die Seele in die Hölle geht, wenn sie nicht umkehrt und wenn nicht genügend Gebete für die Seelen gesprochen werden im Fegefeuer, dann wird diese Seele in die Hölle gehen und dort wird sie gequält werden. Und diese Qual der Hölle in der Seele hat Jesus, während er hier während sein Körper am Kreuze hing, ging er dort in seiner Seele in das Totenreich hinab. Das ist mir noch gar nie bewusst gewesen, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin erst jetzt durch dieses Studium noch einmal draufgekommen, indem ich mir diese Aussage von Calvin noch einmal genauer angesehen habe, dass solche Vorstellungen da waren. Also eine Ungeheuerlichkeit. Schlagt auf, 1. Petrus 3, den Text schauen wir uns an. Der ist ja nach wie vor ein kritischer Text, der zu großen Missverständnissen geführt hat und auf dem ja auch mit einem Argument aufgebaut ist, warum das Christentum, evangelikale, charismatische und auch katholische Christen an die unsterbliche Seele glauben. Da steht hier zum Beispiel von diesem Kapitel 3, Vers 19, oder lesen wir ab Vers 18, eine kritische Bibelstelle. Da heißt es, denn auch Christus ist einmal für eure Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, auf das er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In demselben Geist, also da ist vom Geist Jesu die Rede, in demselben Geist ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die vor Zeiten nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte, zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete, in welcher wenige, das ist acht Seelen, gerettet wurden durch das Wasser hindurch. Diese Stelle ist eine offensichtlich etwas schwierige Stelle. Die spricht davon, dass Jesus in seinem Geiste damals, als Noah gepredigt hat, hingegangen ist zu den Geistern im Gefängnis und hat diesen Menschen, die damals zur Zeit Noahs nicht geglaubt haben, hat damals durch Noah gepredigt. Das wäre die richtige Interpretation. Aber hier aus der katholischen Sicht und die Sicht, die auch Martin Luther und auch Calvin übernommen haben, liest man in diesen Text hinein, dass Jesus, während er am Kreuze starb, denn davon ist hier die Rede, im Vers 18 ist ja von seinem Tod die Rede und jetzt meinen viele, dass Jesus in seinem Tod nur am den Körper starb, aber seine Seele überlebte, denn man glaubt hier an eine unsterbliche Seele, die hat ja auch Jesus dann gehabt. Und in dieser unsterblichen Seele ist er dann zu den Geistern im Gefängnis und da meint man ins Totenreich gegangen und hat dort im Totenreich dann diesen Seelen gepredigt. Und da konnte er nur hingehen, wenn er selber dann in diesem Totenreich drinnen ist und gequält wird mit seiner Seele. Also eine Art Fegefeuer, nicht? Die dort steht und Hölle. Also eine unglaubliche Lehre.
Wenn wir diesen Text aber richtig im Zusammenhang lesen, dann hat das nichts damit zu tun. Dann können wir das nur so interpretieren, dass Gott durch Jesus Christus, der ja im Alten Testament genauso schon existierte wie im Neuen Testament, der die Israeliten durch die Wolkensäule begleitet hat, der den Noah bei seiner Arche geholfen hat und den Noah auch in seiner Verkündigung geholfen hat, ein Prediger der Gerechtigkeit, so wird er genannt im Neuen Testament, und dass er durch diese Propheten gesprochen hat. Und ich weise auf einen Text hin, in 1. Petrus 1, Vers 10, ist hier ein Text, den wir so deuten können. Da steht hier 1. Petrus 1, Vers 10, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die auf euch kommen sollte, und haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war. Ja? Und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Es hat auch Propheten gegeben, und wir haben es gesehen in Jesaja 53 zum Beispiel oder in Daniel 9, 26, da gab es Prophezeiungen, die vom Leiden Jesu sprachen. Und wer hat da gesprochen? Das waren Propheten, in denen der Geist Christi war. Und die haben im Geiste Christi das Schicksal des Messias vorausgesagt. Aber nicht nur das Schicksal, sondern sie haben auch die Herrlichkeit des Messias vorausgesagt. Sie haben auch vorausgesagt, was für ein wunderbares Ziel Gott mit dem Volk Israel hätte, wenn sie ihre Propheten annehmen würden und wenn sie den Messias annehmen würden, was für eine herrliche Welt für sie entstehen könnte. Dieser Geist Christi, der durch die Propheten also das Leben, das Wirken und auch das Sterben und die Wiederkunft Jesu vorhergesagt hat, dieser selbe Geist Christi hat auch durch Noah gepredigt, damals durch Noah zu diesen ungläubigen Menschen, die damals nicht geglaubt haben, als Gott Geduld walten ließ und die Sintflut zurückhielt, damit sie sich bekehren. Aber in diesem Geiste hat Gott damals zur Zeit Noahs gepredigt. Das hat nichts damit zu tun, dass Jesus in seiner Seele vom Kreuz, von seinem Körper getrennt war und in die Hölle gegangen ist, um dort eben die Höllenqualen zu erleiden, damit er die Menschen überhaupt dann, auch die Lebenden dann, die noch nicht dort in diese Hölle gekommen sind, damit sie gerettet werden. Ihr merkt, meine lieben Geschwister, wohin die Theologie einer falschen Kreuzestheologie geführt hat. Nicht nur im Mittelalter, nicht nur in der frühchristlichen Kirche durch Kirchenväter sind diese Ideen verbreitet gewesen. Damals sind sie aufgekommen und sie haben sich bis heute selbst in der Kirche, aber nicht nur in der Kirche, sondern auch in protestantischen Gemeinden, in protestantischen Kirchen, in evangelikaler Theologie und auch in charismatischer Theologie bis heute erhalten. Ein unglaubliches Geschehen, und ich meine, heute sagen zu können, dass solche Verirrungen nur möglich wären, weil sich diese selben Theologen niemals die Frage gestellt haben, was wäre gewesen, wenn die Juden Jesus damals angenommen hätten und wenn sie auf die Stelle des Paulus zumindest geachtet hätten, wo er gesagt hat, wenn sie den Herrn der Herrlichkeit erkannt hätten, hätten sie nicht gekreuzigt. Niemand wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, Gott musste seinen Sohn schlagen, damit das Heil für die Menschen möglich wird. Ich denke, wir werden das Thema das nächste Mal weiter fortsetzen. Ich werde euch Texte zeigen. Heute haben wir uns mit Texten beschäftigt, die in katholischer Theologie zu finden sind, in protestantischer, in evangelikaler. Ich werde nächste Mal auch darauf aufmerksam machen, wie diese Gedanken auch in unserer eigenen adventistischen Literatur wiederzufinden sind und was auch in weit im Zusammenhang mit solchen Aussagen gesagt hat. Ich möchte euch einladen, dass ihr wirklich über diese Dinge auch persönlich weiter nachdenkt und dass ich denke, dass es höchste Zeit ist,
gerade aufgrund von solchen weitläufigen Informationen, die wir heute haben können aus der Kirchengeschichte, dass wir hier wirklich zu einem klareren Konzept kommen und zu einem klaren Verständnis, wie wir den Tod Jesu darstellen und wie auch dann diese Aussagen, er musste ja leiden, wie wir sie dann relativieren müssen, eingebaut in das gesamte Konzept des Erlösungsplanes und des gesamten Planes, den Gott mit seinem Sohn Jesus Christus hatte, als er ihn in diese Welt sandte. Er kam, und ich möchte es immer wieder sagen, lest euch die Texte zu, schaut im Neuen Testament hinein, wie oft und oft Jesus selber sagt, warum er gekommen ist. Und nirgends steht, dass er gekommen ist, um geschlagen und gemartert und verworfen zu werden, um gekreuzigt zu werden, sondern um den Menschen das Heil zu bringen, um Menschen zur Umkehr zu rufen und um ihnen die Wahrheit zu predigen. Und das Kreuz war nichts anderes als der Lohn für diese Treue, für diese Wahrheit. Und mit einem solchen Lohn werden alle rechnen müssen, die diese Wahrheit auch um das Kreuz Jesu zu verteidigen suchen. Gott helfe uns, dass wir ihn mit den richtigen Mitteln und mit der Wahrheit verteidigen und nicht mit kirchengeschichtlichen Traditionen und Fehlinterpretationen, die den göttlichen Plan oder die letztendlich Gott selber verantwortlich machen für den Tod seines Sohnes am Kreuz. Gott bewahre uns davor, dass wir nicht solchen Konzepten folgen, sondern dass wir uns die Bibel genau anschauen, was sie wirklich darüber sagt. Gut, damit möchte ich für heute schließen. Ich bin gerade an einer Stelle, wo wir das nächste Mal gut fortsetzen werden können. Und so darf ich euch einladen, dass wir noch mit dem Gebet zum Abschluss kommen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen und dass dein Wort klar und deutlich ist. Aber dass es immer wieder gelungen ist, dem Gegenspieler letztendlich die Worte zu verdrehen, Dinge anders darzustellen, wie du sie gemeint hast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, in Weisheit diese Zusammenhänge deutlicher zu machen. Hilf du, dass diese Betrachtungsweise, wie wir sie uns auch heute angesehen haben, uns hilft, die Zusammenhänge doch deutlicher zu verstehen, dass dein Wille ein ganz anderer war und dass dieser Wille auch heute noch besteht. Dass du heute noch da bist, Herr Jesus, und unsichtbar durch deine Propheten wirkst, durch deine Diener und Boten, die du hinaussendest. Und dass wir alle in der Gefahr stehen, deinen Weg, deine Wahrheit nicht so darzustellen, wie du es gerne möchtest. Und dass es vielleicht gerade deshalb so viel Misserfolge gibt und dass so viele Menschen dich, Herr Jesus, nicht annehmen können in dem, wie du dargestellt wirst, von vielen Verkündigern, die es gut meinen, aber vielleicht noch nicht wirklich erkannt haben, was dein wahrer Weg, dein wahrer Wille war, als du in diese Welt gekommen bist. Befreie uns weiterhin von verkehrtem Denken und hilf uns, dass wir die Wahrheit, die du uns anvertraut hast, auch in der rechten Weise erkennen, sie annehmen und durch diese Wahrheit weiterhin geheiligt werden. Führe uns in diesem Sinne und segne diese Worte, die wir heute dargelegt haben und lass jeden Einzelnen weiterhin darüber nachdenken. Und begleite uns bis zum nächsten Mal und segne unsere Studien, die wir auf diesem Weg machen. Wir preisen und loben dich dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, ich hoffe, meine lieben Freunde, ihr konntet den Gedanken folgen, dass sie nicht zu komplex waren und dass ihr doch die Zusammenhänge richtig nachverfolgen konntet. Gut, für das nächste Mal muss ich jetzt ankündigen, dass es mir leider nicht möglich sein wird, am nächsten Donnerstag die Sendung zu machen. Wir werden uns dann in 14 Tagen wiedersehen. Ich werde die Meldung noch weitergeben, aber wenn ihr weiter daran denkt, lasst andere wissen, dass nächsten Donnerstag wieder mal ein Ausfall ist. Ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen, wo ihr immer seid, seid Gott befohlen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Gott mit euch. Ciao.
Okay.